Ja, hallo meine Rambas. Schön, dass ihr heute auch wieder kurz euch die Zeit nimmt, um hier bei World of Tanks reinzugucken. Heute haben wir den T3485M im Replay of the Week. Und ich denke, das ist ein Panzer, den man wirklich auch eher seltener sieht. Dementsprechend ist es schön, ihn heute mal wieder anzugucken. Ja, wir sehen hier ein 7er, 6er, 5er Gefecht. Karte ist Lakeville und der Modus ist Begegnung. Also da, wo es in der Stadt immer ordentlich zur Sache geht. Und jetzt schauen wir mal, was hier genau passiert. Am Anfang wird natürlich alles ein bisschen enger. Alle Panzer sind am Start und wenig überraschend, er nimmt nicht die Einsatzzweierlinie, sondern entweder er bleibt jetzt hier in der Mitte oder er fährt direkt Richtung Stadt durch. Das könnte beides natürlich passieren. Also schauen wir mal, was er da vorhat. Und da bekommt der A44 schon ordentlich auf die Mütze. Ja, er parkt jetzt hier oben mal hin und will da jetzt Richtung Gegner ballern. Hat eine schöne erhöhte Position, aber er braucht halt auch noch die Gegner dafür. So, und da hätte er die Chance, auf den Type 64 zu gehen. Aber er kriegt ihn noch nicht rein und muss aufpassen. Der AMX ist da am Cappen. Jetzt kommt er hier auf den Type drauf. Der ballert zweimal auf ihn, aber er ballert sofort zurück. So, jetzt schaut er wieder böse. Und jetzt hat er daneben geballert. Das heißt, mit dem nächsten Schuss kann er ihn wegmachen. Und dann nimmt er jetzt den Type raus. Sehr gut gemacht. Da ist jetzt der AMX der Einzige, der hier im Cap steht. Der haut aber schon ab und dementsprechend kommt er da leider nicht mehr drauf. Jetzt kommt hier ein T3400 auf seinen Mate drauf. Da kann er nichts mehr machen, außer einmal noch eine Begrüßungskelle zu geben. So, und jetzt kommt er ein Stück vor. Jetzt kann er ihn da ketten. So, jetzt guckt er schon. Aber das macht er clever, er fährt immer schön zurück und vielleicht nochmal vorne, hält ihn damit gekettet, leider keinen Damage, aber auch ketten ist ja in so einer Situation Gold wert, weil der Gegner einfach jetzt sich nicht positionieren kann. Und jetzt nimmt er ihn da raus, sehr fein gemacht und hier die Stadt haben sie eigentlich so gut wie für sich. Und jetzt kommt der AMX hier nochmal rum. Eine Kelle braucht er noch. Ja. Oh, sehr schön geaimt. Da hat der AMX gar keine Chance gehabt. Dicker Treffer von der Hellcat. Und da hinten IKV. Also da ist einiges an Gegnern. Da muss er wirklich aufpassen, dass er da nicht von den TDs rausgenommen wird. Aufklärungsschaden bekommt er jetzt aber dafür das Aufklären auch noch ein bisschen. Auch der Skoda bekommt noch ein wenig. Und jetzt stellen sich da erstmal ein Cap, um den Gegner da ein bisschen zum Tun zu zwingen. Und jetzt kommt der KV-85. Den darf er nicht unterschätzen. Das ist ein wirkliches Monster. Aber der KV-85 macht es hier nicht clever. Der müsste einfach auf den Gegner drauf fahren. Macht er aber nicht. Und er kann es jetzt hier mit Hilfe der Deckung einfach machen und da Black Prince, auch der nicht zu unterschätzen, aber auch hier der viel zu passiv. Auch er müsste einfach von seiner Panzerung Gebrauch machen und dementsprechend den Gegner unter Druck setzen. So. Die Stadt haben sie so gut wie für sich, nur noch der Black Prince, aber der lässt sich nicht blicken, jetzt fährt er auch aus dem Cap raus, jetzt will er da noch mehr. Da ist der Cromwell offen. So, und der bekommt jetzt hier den Aufklärungsschaden. Der Cromwell hat da eine sehr kuriose Position sich ausgesucht. Und auch wenn er da noch einen Treffer kassiert hat, aber der Cromwell, der hat ihm sehr gut getan. 2500 Damage hat er schon gemacht in seinem Sechser.
Und jetzt bekommt auch der Blackburn Star auf die Mütze. Und auch der ist raus. Sehr schön. Hellcat probiert es da auch mal. Wir gucken ganz kurz. Seinen Krieger hat er ja. 3 TDs, eine Arti noch unter Leo und der Skoda. Also von dem her schon noch schlagkräftiges Gegnerteam am Start. Arti probiert es auch mal, aber keine Chance. So, und jetzt kommt die Hellcat vorgefahren. Aber schön gezielt. Oh, jetzt der Skoda mit Schwung. Und jetzt hat er sich da ordentlich festgefahren. Aber da hat der Skoda ziemlich kopflos agiert. Denn einfach so drauf zu preschen, macht in der Regel aus der Fahrt heraus keinen Sinn. Jetzt kommt der AT8 hier rum. Und den kann er jetzt ketten. So, jetzt will die Hellcat ihn da ein bisschen unterstützen. Jetzt ist der AT8 gerade zu, aber da sieht man genau, der schießt immer schön auf den Gegner drauf. Der kommt hier nicht weg, weil er weiterhin vorne aufs Laufrad hält. Aber es ist auch aus dem Winkel zwar, das Ketten ist machbar, aber jetzt macht das, glaube ich, sinniger oben auf die Kommandantenkuppel drauf. So, jetzt dreht er sich wieder. Jetzt muss er da ein bisschen aufpassen, aber rechtzeitig zurückgefahren. Aber der AT-8 schießt verdammt schnell. So, jetzt kann er gerade nicht schießen, sonst macht er sein Teammate platt. Aber mit den letzten 2 Hitpoints bleibt der AT hier stehen. So, Hellcat schön im Blick gehabt. Sehr gut gemacht. 8er Kill. Radley Walters ist im Haus. Jetzt schreibt er Cap auch mal interessant. Normalerweise würde man jetzt gerade von ihm erwarten, dass er schreibt No Cap, Kill All. Weil er natürlich noch theoretisch die Möglichkeit hat, sich eine Pulse zu organisieren. Der Leo ist da hinten in seiner Basis. Neben der Hellcat und der Arti. Also wie gesagt, sehr schön zu sehen, dass dem Spieler scheinbar wirklich nur darum geht, die Runde zu gewinnen, aber nicht unbedingt nur um seine Kills, weil sonst hätte er bestimmt nicht geschrieben Cap Fragezeichen. Wir müssen echt aufpassen, weil natürlich 136 Hitpoints ist definitiv nicht viel. Hat man gerade gut bei der Hellcat gesehen, die hier unbedingt noch einen Zug machen wollte, statt dass er auf den Leo aufpasst. So, jetzt macht er hier den Leo auf. Arti kann scheinbar gerade nicht drauf wirken. So, Leo kommt jetzt rum, aber auch er drückt hier nicht drauf. Bekommt jetzt nämlich die Arti ins zu sehen und denkt sich, nee, doch wieder zurück. Wenn er nämlich hier jetzt auf ihn drauf gedrückt hätte, dann hätte er den jetzt wegmachen können. Jetzt kettet er ihn nur. Und jetzt kann er ihn rausnehmen. Super gut gemacht. Und damit steht er jetzt wirklich kurz vor der Pulse. Also jetzt braucht er nur noch die Arti und dann hat er es schon. Also das hat er sensationell hier gespielt, kann man nicht anders sagen. Und das bei 4300 Damage in einem 6er ist einfach phänomenal. So, da geht die Arti jetzt auf. Und er schreibt auch jetzt gerade noch nicht so von wegen hier meine Kill, bla bla bla. Sondern der will es einfach machen. Und er kriegt ihn auch da noch mit einem Munitionslager und holt sich die Pulsmedaille. Sensationelle Runde. Und ich denke, ein absolut verdientes Replay of the Week. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oder auch ein Abo gerne da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.